Hallo und herzlich willkommen zurück zu Drakan. Wir sind auf dem Weg, um uns den Energiekristall zu holen. Und ja, da sind wir doch schon jetzt durch einen großen Teil gegangen. Drei von diesen Fallen haben wir schon erledigt. Wer weiß, wie viel da noch kommen. Lass uns jetzt einfach mal weitergehen. So, jetzt ist die Frage, müssen wir jetzt hier lang oder hier lang? Das hier sieht eher nach einer Sackgasse aus, aber ich werde es einfach mal probieren. Was passiert, wenn wir jetzt hier weitergehen? Vielleicht müssen wir das auch machen? Ich weiß es nicht. Doch, in der Mitte gibt's was. Anscheinend ist das vielleicht tatsächlich nur... Ja, viele Heiltränke gibt's auf jeden Fall da drin. So. Kann es sein, dass die immer im Moment die gegenüberliegende Seite aktiviert werden? Dieses Rätsel kapiere ich gerade nicht. Wir können hier draufstehen, aber das ändert irgendwie nicht wirklich was. Und raus kommt man nicht mehr, wenn wir das Rätsel nicht gelöst haben. Und irgendwie geht's da oben... Ah, eine Idee. Wenn wir jetzt halt einfach komplett außenrum gehen. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, nach dieser Seite hier. Ich speichere mal. Ah. Die scheinen jetzt drin zu bleiben. Dann bleibt es vielleicht oben, wenn wir das so machen. Genau. Den haben wir schon. Vielleicht, wenn wir jetzt alle aktiviert haben, bleibt es vielleicht oben. Ja, das war die Lösung. Klasse. Drei Heiltränke. Vier Heiltränke, das ist nicht schlecht. Und eine neue Waffe. Ich lege mal die jetzt kurz zur Seite und nehme die mal. Aber ich glaube, das ist genau dieselbe, die wir jetzt schon haben, oder? Nee, die ist besser als die hier. 30. Mittel und Mittel. Die hat nur langsam. Langsam und weit. Mittel und Mittel. Doch, die Waffe ist eigentlich nicht schlecht, finde ich. Hat halt nur eine geringere Reichweite, dafür ist sie aber schneller. Na gut, also dieses Teil hier im Süden, wo wir gerade eben waren, war tatsächlich nur ein Geheimnis, wo wir eine Waffe kriegen können. Der andere Weg führt hier
dem Dings weiter. Puh, ich bin gespannt, wo wir hinkommen. Aber ich schätze mal. Genau. Ach, guck mal. Das sind wieder die Idioten hier. Okay, das war jetzt unnötig. Aber er steht jetzt richtig gut hier, finde ich. Das finde ich gar nicht mal so schlecht, wie er jetzt hier steht. Ja. Was nicht bedeutet, dass er uns nicht trifft. Sehr gut. So, jetzt geht's hier runter. Ich habe keinen Platz mehr. Die Frage ist, ich glaube, an denen kommen wir tatsächlich nicht vorbei. Ist da was? Was heißt nicht vorbei? Explodierende Pfeiler, das hört sich nicht schlecht an. Okay, ein Hammer. Ich schätze, an denen müssen wir noch vorbei. Ich hoffe, das ist jetzt keine Pfeilverschwendung, die ich hier mache. Was für Pfeile haben wir denn jetzt geladen eigentlich? Flammende Pfeile. Ist das überhaupt was bei den Gegner? Ja. So, wir haben ihn. Blitzaxt, den nehmen wir jetzt mal ein. Den machen wir noch so lange, bis er kaputt ist. Wie gesagt, ich hoffe, das war jetzt keine Verschwendung, aber ich glaube, wir werden wahrscheinlich an denen noch vorbei müssen. Und wenn nicht, war das tatsächlich eine Pfeilverschwendung. Eine nächste Falle, wie es aussieht. Gibt's da irgendwie... Ja, ich glaube, der wandert. Na toll. So schnell kann man doch gar nicht sein, wie man das sein muss, um da hinzukommen. Hä? Wie soll das gehen?
Hoppala, das war jetzt blöd. Schaffen wir's, schaffen wir's, schaffen wir's. Wir schaffen's. Uff. Also das war heftig. Das war echt heftig. Das hier war ja nur ein Weg, da gab es ja keinen weiteren Weg mehr raus, richtig? Nein. Und der andere Weg genauso. Das heißt, es gibt hier nur einen Weg. Also die Falle war heftig, da muss man wirklich schnell sein. Nee, da gibt es auch nichts weiteres. Tatsächlich nur ein Weg, um weiterzukommen. Da haben wir wieder eine Sackgasse und da geht's weiter. Und da kommen wir bestimmt dahin, wo wir die Dings abgeschossen haben. Gut, dann gehen wir erstmal da lang. Ich will wissen, ob da irgendwas Interessantes ist. Ja, eine neue Rüstung. Aber... ah. Doch, diesen Weg hier, der wurde gar nicht angezeigt. Okay. Wieder eine kleine Falle oder sowas. Schauen wir mal. Jetzt lass uns noch mal hierher laufen. Jetzt noch in der Mitte. Wobei das... oh. War das schon eben schon da? Nee, das war glaube ich noch nicht da. Unverwundbarkeitstrank, das hier. Und ein neuer Bogen. Was hat unser jetziger gehabt, auch wenn der schon ein bisschen angefressen war? Der ist immer noch besser als der andere hier. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Ja, hier ging es auch noch nicht weiter. Hier ging es auch noch nicht hin. Ah. Okay, unsere... kommt mal weg, kommt mal weg. Den nehmen wir. So, was ist denn das? Eine Plattenrüstung, 60, aber ziemlich angefressen. Oh, nett. Aber wie gesagt, ziemlich angefressen. 23... ich glaube, den lassen wir doch wieder lieber weg. Der hält zwar... der hält zwar um einiges besser aus, aber so wie angefressen wie der ist, ist der auch bald kaputt und dann hätten wir keine Rüstung mehr, da ich keinen Platz für die andere mehr habe. Da komme ich nicht dran. War ja klar. Aber komischerweise hat es, kaum Schaden gemacht. Das heißt, das ist in Ordnung. Jawohl. Ich glaube, auch hier war es, wo uns genau von da oben haben wir geschossen. Das heißt, es war ganz gut, dass wir die zwei Ritter mit Pfeilen erledigt haben. Wir hätten keinen anderen Dings gehabt, um hier weiterzukommen. Das sind wir... okay. Weiterer Gegner.
Ja, genau, wir sind irgendwo in der Mitte. Den hier müssen wir auf jeden Fall noch erledigen. An denen führt kein Weg vorbei. Toll. Nee, an dir führt kein Weg vorbei. Du musst weg. Ja, toll. Das lief nicht gut. Das lief ganz gut. Schauen wir mal, dass wir noch weitere Treffer anbringen. Soll ich wieder meine Pfeile rausdrücken? Nee, das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt ohne Pfeile. Oh, wir sind relativ in einer Sackgasse. Ja, toll. Aber jetzt haben wir doch ein paar Treffer gelandet. Gut. Eigentlich können wir an dir auch so vorbei, oder? Andererseits, keine Ahnung, ob sich dann wieder ein Weg aufmacht oder nicht aufmacht. Boah. Toll. Haha. Und ich glaube, unser Schwert ist kaputt gegangen. Was hat denn jetzt zwar eins genommen? Was nehmen wir denn? 30 mit Dings, langsam und weit. Langsam und weit. Dann würde ich erstmal das hier nehmen, um das kaputt zu machen. Oder Mittel und Dings. Oder Mittel und weit. Mittel und weit. Ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Das ist schneller als die anderen. Und hat genauso eine große Reichweite. Och nö. Gleich zwei von denen. Die erleben wir, glaube ich, tatsächlich mit Explosivpfeilen. So. Gut, die sind weg. Welches wollt ihr? Das Schwert wollt ihr. So. Und ich schätze mal, wir kommen jetzt halt auch langsam in den Bereich rein, wo wir den Energiekristall finden. Ich glaube, ich höre ihn sogar schon. Und schaut mal, ein Heiltrank. Yay.
ob da nochmal ein Bosskampf kommt. Wir sind auf jeden Fall da, wo wir hin müssen. Und da gibt's auf jeden Fall den Energiekristall und danach kommen wir aus diesem Gebiet heraus. Die Frage ist halt tatsächlich nur, gibt's noch einen Endgegner? Sieht fast so aus, weil wir auch nicht mehr zurückkommen. Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.